Hallo zusammen und herzlich willkommen hier zu Civilization 6. Ich bin's, euer Mensch, und ich spiele mit euch jetzt ganz alleine ohne den Jove mal eine schöne Runde. Wir haben uns, oder ich habe mir die Römer ausgesucht. Der Trajan, das ist der Anführer. Alle Städte starten mit einem zusätzlichen Stadtzentrumgebäude in der Antike mit einem Monument. Das heißt, wir haben schon mal von Anfang an einen taktischen Vorteil. Wir kriegen ein bisschen mehr Kultur. Und das geht halt alles viel, viel schneller. Zusätzlich ist das Coole, wenn wir eine neue Stadt einnehmen oder gründen, was wir am Anfang ja dann auch durchführt werden, wir brauchen ja ein paar Städte, kriegen wir, wenn das in der Nähe von Rom ist, also diese Stadt, direkt einen Handelsweg plus ein Gold. Die Legion ist die Spezial-Nahkampfeinheit der Römer und sie ersetzt den Schwertkämpfer. Der Vorteil von ihr ist, sie kann ein Militärlager bauen, das ist auch ziemlich cool. Und das Bad ersetzt quasi das Aquädukt. So, wer das jetzt genau interessiert, die Details, der kann das ja gerne hier einmal durchgucken. Ist auf jeden Fall ein cooles Gebäude, das wir uns mal anschauen werden. Ich spiele auf dem Schwierigkeitsgrad König. Das ist auch der Schwierigkeitsgrad, den ich in Civ 5 gerne gespielt habe. Spieltempo Online, das ist das schnellste Kartentyp Binnenmeer. Das war auch schon mal ganz, klingt schon mal ganz interessant. Wir haben ein großes Meer in der Mitte, wie der Name jetzt schon sagt, außen herum Landmasse. Vielleicht auch noch ein bisschen Wasser, mal gucken. Kartengröße winzig sollte ausreichen. Das Ganze ist für 4 Spieler ausgelegt. Und ich habe noch schnell den Punkt Sieg herausgenommen. Ich bin noch am Überlegen, aber ich denke mal, ich werde von den Ressourcen das Ganze mal auf ergiebig stellen. Das heißt, wir haben auf der Karte mehr Ressourcen verteilt. Also ein bisschen reichhaltiger. Ja. Starten wir einfach mal. Von den ersten Anzeichen des Lebens im Wasser bis zu den gewaltigen Bestien der Steinzeit. Der Mensch ist seine ersten aufrechten Schritte gegangen und ihr seid weit gekommen. Nun beginnt eure größte Aufgabe. Von der Wiege der Menschheit zu den Sternen. Werft das Netz weit hinaus, O Trajan, Kaiser des mächtigen Roms. Eure Legionen stehen marschbereit, um das größte Reich zu erobern, das diese Welt je gesehen hat. Wenn eines Tages wahrlich alle Wege nach Rom führen, herrscht ihr über ein Weltreich voller Luxus und Reichtümer. Und eure Untertanen werden natürlich euch als besten Herrscher ausrufen, als Optimus Princeps. Jo, dann wollen wir mal sehen, ob wirklich alle Wege nach Rom führen, wenn wir alles eingenommen haben. Schauen wir mal, ob wir den Herrschaftssieg schaffen. Das ist so mein Ziel. Was haben wir denn hier? Reis, haben wir ein bisschen Stein, Tee und Pelze. Das sieht schon mal sehr gut aus. Hier noch ein kleiner Berg auch für ein bisschen Religion. Sehr gut, der Start gefällt mir schon mal. Wo gehen wir mal hin? Ich glaube, wir sind hier oben direkt an der Kante. Wir gucken mal, was sich im Westen befindet. Pferde, auch gut. Sieht, da können wir ja noch nicht von Anfang an bauen. Wir haben eine recht gute Produktion. 5,3. Das heißt, das Ganze geht auch recht schnell. Schleuderschütze, 4 Runden. Oh ja, ein Fernkämpfer. Noch zu dem Nahkämpfer dazu. Oh, Tierzucht für die Pelze. Ja, Reis können wir so abbauen. Ich meine, da müssten wir nicht Bewässerung für haben. Machen wir mal die Tierzucht. Erstmal für den Beginn. Was haben wir denn hier noch so schönes? Noch ein bisschen Reis, noch weitere Pelze und weiter Tee. Aber hier sieht das auch schon mal gar nicht mehr so schlecht aus für eine weitere Stadt. Mal schauen, was da im Westen noch liegt. Jade, Stein, sehr gut. Aber der hier, der Speer, der gefällt mir schon mal gar nicht. Das heißt, wahrscheinlich wird hier irgendwo unten ein Barbarendorf sein. Oh, eins solltet ihr wissen, wer mich verrät, zahlt mit Blut. Aber wenn eure Freundschaft aufrichtig ist, wird Frieden herrschen. Tumiris von den Skythen. Ja, das ist auch eine sehr interessante, ein sehr interessantes Volk, das ich vielleicht auch mal spielen werde. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen, klar. Wir würden uns freuen, eure Gastfreundschaft in Anspruch zu nehmen. Immer her damit. Dadurch kriegen wir nämlich ein bisschen Schrift. Denn wie der Mensch, wenn er zur Vollkommenheit gelangt. Und am Anfang sind wir erstmal ein bisschen freundlich, ne? Und dann irgendwann kehren wir all den Rücken zu und übernehmen ihre Städte. Alles so klappt, wie ich mir das wünsche.
Da ist sie auch. Das heißt, sie wird da sein. Wir gehen mal ein bisschen weiter runter. Ach ne, das ist die Skythen. Und Moment, wer war jetzt das andere? Das ist jetzt gerade die Barbaren, habe ich mich verguckt. Handwerkskunst, Außenhandel. Denke mal, wir gehen Richtung Frühes Reich. Damit wir recht schnell den Bonus bekommen, dass wir 50% schneller Siedler produzieren. Wir müssen natürlich auch noch ein paar Standorte finden. Ach so, da ist sie. Da ist die Hauptstadt. Wollen wir mal gucken, was wir hier noch haben. Ob wir hier irgendwo noch eine Stadt in der Nähe von ihr gründen können, um uns das Revier quasi abzustecken. Handwerker könnten wir schon mal machen. Vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir relativ schnell ausbauen. Du gehst einmal hier rüber. Greifst nochmal schnell den Speer an. Nächste Runde. Wenn es im Himmel keine Hunde gibt, dann möchte ich. Ist gar nicht mal so schlecht hier. Naja, wir werden es wohl nicht schaffen, ihr den Kaffee noch von der Nase wegzuschnappen. Aber an den Stein kommt sie eh nicht ran, den Tee auch nicht. Hier ist direkt auch noch ein Berg. Ja, könnte man vielleicht hier einen Standort machen. Plus 3 Nahrung, Schwemmland. Gar nicht mal so übel. Was machen wir jetzt? Bergbau? Ja, bräuchten wir auf jeden Fall. Bergbau brauchen wir sowieso. Denn das ist der untere Weg Richtung der Kriegsfahrt ist das nämlich, wenn man hier den unteren Weg so ein bisschen weiter verfolgt. Bauwesen nachher hier, Belagerungstürme, Katapulte, Armbrustschützen und so weiter und so fort. Das heißt, wir werden uns natürlich auch in den anderen Bereichen bewegen, aber vermutlich hauptsächlich unten erstmal zumindest, damit wir relativ schnell gute Leute bekommen. Und wo ist das Dorf? Da ist das Dorf. Das Stammesdorf. Dann wollen wir mal gucken, ob wir uns dahin bewegen, weil vielleicht sind da wahrscheinlich wieder Speerkämpfer. Also nicht so schönes. Oh! Gilgamesch von den Sumerern. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen. Klar, Informationen tauschen wir aus. Da sind wir doch dabei. Hier holen wir wahrscheinlich nicht ein. Der Speer hat ja auch eine größere Bewegungsmöglichkeit. Ich wollte gerade sagen, hey, das ist ja farblich nun ein bisschen schlecht gewählt. Die sehen ja fast aus wie wir. Beginnt hier das Binnenmeer schon? Das könnte sein. Sie wollen uns eine Delegation schicken. Ja, gut, komm. Mach das mal. Schauen wir tatsächlich, ja? Oh. Dann würde sich ja hier die Stadt lohnen, weil wir dann auch direkt vielleicht einen Hafen beziehungsweise dann von hier aus unsere Schiffe starten könnten. Ah, das sieht gar nicht mal so übel aus. So, und du gehst mal hier rüber. Wir verzichten mal kurz auf den Speer und treffen direkt auf den Krieger. Nächste Runde. Wenn du dich in einem Loch wieder. Und natürlich noch ein paar weiteren Jungs, denn die kommen gerne in Grüppchen und nicht allein. Wir den natürlich hier schlecht rausbewegen. Und haben wir Bergbau schon fertig? Ja, machen wir das mal so. Zack. Denn der Speer sollte nicht sich dahin bewegen können in einem Zug. Schleuderschütze ist bereit für eine Beförderung. Das machen wir auf jeden Fall. Bogenschützen. Wollen wir schon in Richtung Kaserne gehen und Lager? Ist da denn auch. Achso, nee, das ist der Legionär, der wäre ja anstatt des Schwertkämpfers. Und der müsste noch ein bisschen weiter vorne kommen. Was ist er denn? Der Schwertkämpfer ist doch eigentlich mit dem Eisen zusammen, bin ich da jetzt nicht. Speerkämpfer? Kaserne? Ritter? Reiter? Ach ja. Da ist er doch. Eisenverarbeitung. Steht doch groß und fett. Mensch, Mitch, guck doch mal hin. Ja, weil der Legionär sieht nämlich so ein bisschen aus wie der Ritter. Und ich habe immer gedacht, Mensch, Ritter. Hier schon an der Stelle wäre aber auch unlogisch direkt. Müsste erstmal die Pferde erforschen. Die Reiterei. Aber da wollen wir hin. Hoffen wir natürlich, dass wir auch Eisen bei uns in der Nähe haben. Produktion. Was machen wir als nächstes? Wir können jetzt einen Siedler, aber wir brauchen auf jeden Fall mehr Krieger.
um gegen die anstinken zu können. Gucken wir hier weiter. Ach komm, wir gucken ein bisschen weiter und gucken, was da noch so ist. Aber wahrscheinlich ist da dann die Sumera das hier ist unten. Wohl der positive Aspekt des Handels. Oh, Politik ändern. Wir könnten Produktion von Marineeinheiten. Nee, das ist alles nicht das, was wir wollen. Mal weiter. So, du gehst einen rüber. Und du gehst zum Tee. Können wir noch nicht. Brauchen wir Bewässerung Richtung Pelze. Dann können wir die schon mal bauen. Ich glaube, ich werde meinen Schleuderschützen mal in die Hauptstadt bewegen. Du darfst die Runde überspringen. Einmal rein. Upgrade machen. Fernkampfstärke gegen Landeinheiten. Das passt jetzt gut hier an dieser Stelle. Ah, jetzt sind die Skythen auch noch mit dran. Oh, du gehst einmal schnell rüber. Ich hoffe mal, ich schaffe das noch schnell auszubauen. Die Handelsdelegation. Ja, schickt uns mal alle eure Leute rüber. Das scheint tatsächlich schon das Binnenmeer zu sein, so wie das hier aussieht. Und hier sind die Sumerer. Was haben die denn da? Sumerischer Kriegswagen. Oh. Naja gut, die Karte ist ja auch winzig eingestellt, also von daher ist das ja auch dann schon logisch, dass hier jetzt Wasser kommt und da gar nicht so viel Abstand zum Kartenende ist. Wir machen mal einen Fernangriff. Aber wenigstens hilft sie ja schon mal mit bei den Barbaren. Sehr gut. Und mein Pelz ist auch bald zur Verfügung. Ein bisschen Luxus für unser Volk. Haben nichts zu futtern, aber Luxuspelze. Oh, Moment, was ist da denn? Das ist noch ein Stadtstaat, ne? Ach nee, das war ja dann, das war Sumerien. Siedler ist jetzt immer noch unangebracht. Monument haben wir ja kostenlos gekriegt, was sehr gut ist. Machen wir schon mal einen Händler. Müssten den ja gleich weg haben. Ich denke sogar in diesem Zug sollten wir den weg haben. Könnten wir vielleicht doch schon mal einen Siedler bauen. Ja, doch, machen wir. Du gehst dahin. Dann greifen wir mit dir hier an. Und kriegen dich nicht mehr weg, weil unsere Aktionspunkte weg sind. Da nochmal hin und gleich einen Bauernhof. Ist ohne. Ja, der wird jetzt abhauen. Der bleibt doch stehen. Das hätte ich jetzt nur nicht erwartet. Ich hätte mich ja wegbewegt. Aber was soll's. So kriegen unsere Leute Erfahrungspunkte. Gehen wir ein bisschen hier rüber in den Westen. Da könnt ihr direkt vom Speer geholt werden. Nee. Ab erstmal in die Stadt. Und da ruhst du dich aus. Und du gehst hier rüber und kümmerst dich um die Schleuderschützen. Natürlich wieder Schaden machen. Da kommt schon der nächste Krieger. Mann, Mann, Mann. So, jetzt aber Schluss mit euch, bevor ihr nochmal wieder auf mich schießt. Nächste Runde. Müsst auf jeden Fall gleich mal leveln. Und ja, habe ich es mir doch gedacht. Und wieder die Kampfstärke gegen den Arzt. Das ist gut. Der sollte jetzt hier nicht mehr rankommen. Der hat ja nur diese eine Reichweite und ist ja schon ein Zweier Abstand. Ist aber auch okay. Du kannst da bleiben. Aber verschanzen. Oh, wir können ein Pantheon wählen. Was machen wir da denn mal? Ich denke mal plus 25 Produktion für Militäreinheiten, Antike und Klassik. Ist natürlich verführerisch, ne? Aber ist ja nur für die zwei Zeitaltern. Da sind wir relativ schnell raus. Wenn man jetzt ganz früh einen Push starten will, dann würde das gehen. Aber ich möchte ja gerne erstmal ein bisschen wachsen und nebenbei dann Einheiten produzieren. Ich denke mal, dass wir die Grenzerweiterung... Nee, der Stadtwachstum, das ist mal gut. Mehr Leute, die mehr Felder bewirtschaften können. Mehr Produktion, Gold und. Also das denke ich mal hier an dieser Stelle ganz sinnvoll. Bronze ist der Spiegel. Bronze, ja. Kaserne, Lager, Sperrkämpfer und Eisen. Haben wir denn Eisen bei uns in der Nähe? Irgendwo was? Gar nichts. Bei euch? Oh, da ist direkt Eisen. Ja. Das Problem wird sein,
Die werden sich, denke ich mal, hier auch noch hin ausbreiten. Es wäre wahrscheinlich erstmal eine Stadt hier gründen, denke ich mal, und die nächste Richtung Eisen dann bringen. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein Plan. Deutender Sieg. Du gehst dahin. Ach ne, nicht du, sondern du. Und dann müsstest du doch ihn schon mal ein bisschen Schaden machen können. Und dann greifen wir mit dir an und machen dich tot. Und gleichzeitig bauen wir hier nochmal den Stein ab. Können wir noch nicht, weil wir noch nicht Bergwerk erforscht haben. Oder? Haben wir doch. Haben wir doch. Warum kann er das denn jetzt nicht? Moment, Technologie? Nee. Hä? Bergbau geht nicht. Weil wir das schon ausgebaut haben. Ah, Mitch. Du bist mal wieder mit Gedanken woanders. Betrachte die Vergangenheit. Die ja, sehr schön. Oh ja, Kolonisierung. Das holen wir uns mal jetzt, damit wir ganz schnell die Siedler dazu kriegen. Den Rest lassen wir so. Ja. Als Ausrichtung wählen wir Handwerkerkunst. Plus 30 Produktion für Handwerker. Ist alles nicht so, dass wir sie im Moment brauchen. Ich denke mal, ich gehe mal Richtung politische Philosophie, damit wir uns dann eine Regierungsform schon mal aussuchen können. Ja. Siedler direkt hinterher. Der eine ist ja schon mal fertig. Du gehst schon mal darüber. Wen nimmst du mit? Ah, der ist leicht angeschlagen. Ich glaube, ich nehme mal den Bogenschützen oder zukünftigen Bogenschützen mit. Und du bleibst hier und verteidigst unsere Stadt gegen einfallende Barbaren, die von hier kommen. Und ansonsten weiß ich noch nicht, von wo sie kommen. Vielleicht von da ist irgendwo noch ein Lager bestimmt. So, Moment, die können wir auch nochmal bewegen. Da nochmal rüber. Schnell den Bauernhof. Sehr gut. So, ne? Da sind zum Glück nur noch Krieger. Und du gehst erstmal in die Stadt. Da kannst du dich schneller hochheilen. Und du kümmerst dich um den Speer hier. Also die Speer sind ja an sich nicht stark, sondern diese sind einfach die Nerven, muss man so sagen. Das ist so eine Barbareinheit, die echt einen auf den Sack gehen kann. Oh, diese Meerer sind da mit aktiv. Oder räumen uns da schon ein bisschen was aus dem Weg. Das gefällt mir natürlich. Oh, Mensch, hier haben wir schon Bogenschützen. Die Sküten auch hier schon. Oh. Wir müssen uns beeilen. Und ja, ich weiß, hier ist das Dorf noch. Da komme ich aber wahrscheinlich jetzt nicht ran. Da sind bestimmt die anderen schneller noch. Geschicklichkeit ohne Fantasie ist Handwerk und bringt uns... Da lassen wir alles so, da ändern wir diesmal nichts. Gut, pass mal auf. Solange die nicht rangehen, kann ich daran? Nee. Da kann ich hin. So, du gehst schon mal raus und wir hoffen, dass wir das Stammesdorf noch entdecken. Jo, die holen sich den Barbarendorf, das ist okay. Der nächste Siedler, der wandert gleich hinterher, denn ich wollte ja hier unten schon direkt die nächste Stadt gründen. Und wir gehen mal auf Risiko, schicken ihn mal alleine los. Mal hoffen, dass wir das noch kriegen. So Jungs, ich will hier vorbei. Ich komme nicht vorbei, was ist denn hier los? Einmal pausieren. Mann, wollt ihr mich gleich angreifen oder was? Dann lieber noch mal ein paar Schleuderschützen bauen. Das ist auch gut, dann kriegt der noch Gleitschutz. Und ja, wir kriegen das Stammsdorf noch. 60. Wow, 60 Glauben. Das ist natürlich immer der Hammer. Huh. Wir kommen hier mal. Doch, wir kommen hier durch. Juhu! Du kannst dich noch nicht bewegen. Erst nächste Runde. Och, noch ein paar Schleuderschützen hinterher. Also sie bauen auf jeden Fall schon mal in unsere Richtung eine Straße. Das gefällt mir. Oh, und da haben sie eine Stadt gegründet. Das gefällt mir aber nicht.
Das wird wahrscheinlich schon relativ früh dann zum Krieg kommen. Gehst mal mit. Du darüber. Und sie breitet sich schnell aus. Wir müssen zusehen, dass wir unsere Einheit dahin kriegen, damit wir sogar noch ein paar Geländepferde dazu kaufen können. Und der kann befördert werden und muss sogar, weil er sonst hier gegen den Schleuderschützen sterben würde. Das passt ja gut, dass da noch ein Stadtstaat mit rein sich reinmischt. Dann konnte ich dich mal platt machen. Mal rüber. So, du kommst hier einfach nicht durch, ne? Ist alles vollgestellt hier. Ist ja wie ein Parkplatz, wo alle parken, wie sie wollen. Meine Güte. Einmal kurz verschanzen. Ich muss hier irgendwie durchkommen. Oh, so, erstmal hier rüber. Produktion von einem Lager. Ja, wir wollen ganz schnell Einheiten produzieren. Oh, hier vorne das Lager wäre natürlich ziemlich geil. Machen wir mal. Dafür kaufen wir extra Feld. Das ist natürlich taktisch sehr klug, weil von hier aus können wir dann auch verteidigen und kriegen relativ schnell Einheiten hier nach unten. Du gehst da mal runter. Ist so, ne? Oh, wir kriegen ein Angebot. Sie will uns offene Grenzen anbieten und gibt uns dafür sogar noch 30 Gold, also 1 Gold pro Runde plus 10 nochmal oben drauf. Was hältst du davon, statt dem Gold uns Erde zu geben? Ja, kriegen wir auch noch, aber ja, komm, wir wollen keine offenen Grenzen. Ne. Und ihr auch nicht. Nein, ablehnen. Da habe ich keine Lust drauf, Leute. Nee. Eure Truppen befinden sich zu nah an meinen Grenzen. Krieg erklären, nein. Diese Bitte ignorieren. Oh oh, das wird wohl relativ schnell Stress geben. So, ihr geht jetzt dahin und gründet hier erstmal eine Stadt. Ey, Segel haben große Fortschritte gemacht, weil wir in der Nähe vom Wasser sind. Juhu. So. Kommst du denn jetzt hier vorbei irgendwie? Warte mal, du gehst dahin. Was sind denn das hier für Kreise? Sag mal, was ist das denn? Das sieht ja so ein bisschen aus wie hier eine Brille. Ehrlich. Dann kannst du da hingehen. Cool. Handwerker. Und die Stadt schnell ausbauen. Ja, versuchen wir es mal. Du gehst mal auf Verschanzen. Ah, guckst hier noch ein bisschen, was hier noch so ist. Sansibar müsste das... Ja, das ist Sansibar. Eine Kriegseinheit aus Sansibar. Euer Volk lässt sich zu nah... Ja, ihr lasst euch zu nah bei mir. Wir lassen uns dann hier wohl wollen. Geh du doch dahin, wo der Pfeffer wächst. Hör mal. So. Du bleibst noch kurz hier. Inmitten von Gegnern. Ist Runde. Oh, ihr lügt wie gedruckt. Man kann euch nicht vertrauen. Ihr seid ein jämmerlicher Abschaum. Okay, sie wird uns gleich den Krieg erklären, wenn sie uns schon anfängt zu denunzieren. Zufriedene und engagierte Arbeitskräfte sind ebenso wichtig. Wenn wir unsere Politik nochmal umändern, ja, wir brauchen im Moment keine Krieger, sondern wir gehen auf Produktion für Nah- und Fernkampfeinheiten der Antike und Klassik. Also, schon mal hier hoch. Und, was wollen wir noch machen? Nee. Glauben und Gold in der Hauptstadt. Jo, machen wir. Du gehst mal schnell durch. Wo gehen wir denn hin? Hier ohne Wasser. Oh, der hat hier auch schon eine Stadt gegründet. Ah, da wird es zeitig, dass wir hier unsere... die da hinziehen. Gleich mal gucken, was uns das Spiel vorschlägt. Und er hat hier gerade eine Mauer gebaut. Sieht man daran, dass jetzt noch ein zweiter Balken dazugekommen ist. Was sagst du denn? Hier könnte man hinziehen. Das ist kein Wasser, ja. Das ist das Problem. Und hier ist es zu dicht an einer anderen Stadt, ne? Oder da? Dürfen wir wahrscheinlich nicht, ne? Zu nah an einer anderen Stadt, ja. Aber gucken. Irgendwie kriegen wir das noch hin.
Gut, wir haben zwar jetzt keinen direkten Zugang zu Wasser, ist jetzt nicht ganz so optimal, aber wir haben auf jeden Fall Eisen. Wir sind in der Klassik angekommen. Alles hat seine Grenzen. Aus Juhu! Eisenerz. Legionär! Können wir bauen, sobald wir Eisen haben, beziehungsweise unseren einen Krieger, den wir, glaube ich, langsam mal wieder hochziehen sollten. Ausbaut zum Legionär. Bogenschießen? Ne, wir machen Steinmetzkunst. Falls sie uns angreifen, dass wir auch eine Verteidigungsmauer bauen können. Eine Kaserne. Oh, das hört sich gut an. Boni. Gleich Erfahrungspunkte für unsere ausgebildeten Einheiten dazu. Machen wir denn direkt hier? Da wäre noch besser, sagt er. Aber da kommen wir nicht ans Eisen ran. Und ich will das Eisen haben. Ich habe so das Gefühl, dass es wichtig ist. Mal gucken. Machen wir einfach mal die Stadt. Und schwuppsiwupps haben wir hier einen Handelsweg. Hey, hey. Ja. Das ist so geil mit den ganzen Kreisen an. Verbindungen. Nun ja, verschanzen. Produktion wählen. Hier auch schnell einen Handwerker. Ja, auf jeden Fall. Oder kaufen wir uns schnell einen. Ich glaube, wir kaufen uns hier sogar mal einen. Und produzieren stattdessen einen Legionär. Machen wir das. Braucht er kein Eisen? Moment mal. Habe ich das jetzt? Wieso kann ich ihn produzieren? Mal was anderes auswählen und nochmal. Da hätte man gar kein Eisen gebraucht. Okay, komm, pass auf, wir produzieren es hier trotzdem. Und wir haben uns das Eisen mal gesichert. Und an sich ist der Standpunkt ja auch nicht schlecht, weil wir uns hier dann direkt in der Nähe der Gegner befinden und eine Stadt in der Nähe des, ja, des Kampfgebietes, sagen wir mal, nachher haben. Das wird, denke ich mal, ein Vorteil sein. So, du gehst hier einmal rüber. Schnell das Eisen abbauen. Nächste Runde. Wir alle schnitzen Jo, Stein. wir können Mauern bauen. Komm hier vorbei. Das ist hier aber auch ein bewaldetes Gebiet. So, du auch ein bisschen Produktion. So, ne. Umschießen. Das ist auch nicht schlecht für unsere ganzen Schleuderschützen zum Upgraden. Wo wäre denn hier das Lager? Direkt beim Gegner? Das wäre natürlich cool, ne? Aber wir könnten das, wenn wir jetzt zukunftsgewandt sind, wenn wir wahrscheinlich hier nach unten weiter ausdehnen, können wir es hier hinstellen. Hier oben haben wir ja schon ein Lager. Dann machen wir das andere hier hin. Dann machen wir hier was ganz anderes. Sowieso die Frage. Wir können ja immer nur eine gewisse Anzahl an Stadtbezirken bauen. Ah. Eine gute Frage. Was wäre, wenn wir denn hier ein Lager können wir gar nicht bauen. Zurzeit zumindest. Nee. Ich will auf jeden Fall noch ein zweites Lager haben. Ja, nee. Wir machen als Kompromiss das Ganze hier hin. Kommen wir immer noch schnell hier rüber. Und auch noch da, wenn wir produzieren. Gleichzeitig auch noch der Bereich. Ja, das machen wir. Das kaufen wir uns dazu. Und da stellen wir es hin. Gut. Passt. Nächste Runde. Wir schon mal darüber wieder. Du holst dir da nochmal den Tee. Lara steht hier ja schon länger. Das heißt, wir brauchen hier nochmal. Oh, 3 Runden für Legionäre. Super. Gehen wir mal dahin und stellen hier einen Bauernhof hin, damit unser Volk auch weiterhin wächst. Ich schoss einen Pfeil in die Lüfte. Politik ist die Kunst des Möglichen. Juhu! Politik, unsere Regierungsform können wir auswählen. Das passt, dass wir das direkt noch, bevor wir den Krieg ziehen, machen. Wir wollen nämlich die Oligarchie. Alle Land-Nahkampfeinheiten erhalten plus 4 Kampfstärke. Das ist schon mal sehr gut. Und 20% Erfahrung für alle Kampfeinheiten. Juhu! Für uns als Kriegstreiber genau das Richtige. Ändern wir sonst noch was? Nö. Wir können hier noch ein bisschen
Diplomatie hinzufügen. Zwei Einflusspunkte pro Runde für Gesandt in einem Stadtstaat. Ja, das machen wir. Und als Joker. Was machen wir da denn? Ich schon was überlegen, den hier zu nehmen, um unsere Unterhaltskosten ein bisschen runterzuschrauben, weil ansonsten denke ich mal, haben wir keine andere gute Kriegskarte, die wir da jetzt einsetzen können. Er sagt, hier sollten wir einen Bauernhof bauen. Ach, dann machen wir es einfach mal, wenn du meinst, dass es gut ist, ne? Und du gehst mal hier hin. Geht noch nicht, weil wir noch nicht Segeln haben. Das werden wir auf jeden Fall jetzt erforschen. Ist auch unser letzter Schritt hier für die Folge. Dann hoffe ich, dass euch das Ganze gefallen hat und wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Haut rein. Ciao.